Knallhartes Update von Daniela Katzenberger und Lukas Cordalis. Sind die Babypläne auf Eis? Haltet euch fest, Leute. Wir haben die heißesten Neuigkeiten direkt aus dem Katzenberger-Cordalis-Camp. Vor 7 Jahren haben sich Daniela und Lukas das Ja-Wort gegeben, kurz darauf hat süße Sophia das Licht der Welt erblickt. Aber Moment mal, wie steht es um weiteren Familienzuwachs? Die Katze persönlich packt aus und lässt kein Blatt vor den Mund. Sie und Lukas haben es ordentlich krachen lassen in Sachen Nachwuchsplanung. Doch das Glück wollte einfach nicht so recht mitspielen. Jetzt wird Klartext gesprochen, und zwar ohne Filter, Sophia ist unser Herz und unsere Seele, wir sind mega glücklich als unschlagbares Trio. Kein Stress, keine Hektik. Wenn's nochmal passiert, dann halt ganz von alleine, verrät Daniela im exklusiven Interview mit dem OK-Magazin. Aber hey, Moment mal, da geht's ja noch weiter. Daniela schwärmt in den höchsten Tönen von Lukas, ein Gentleman durch und durch, der die besten Date-Qualitäten hat. Gemeinsames Lachen steht ganz oben auf ihrer Lovestory-Liste, ohne Humor läuft bei ihr nämlich gar nichts. Und das ist noch nicht alles, wir graben tiefer. Was ist mit dem Plan, zurück ins schöne Deutschland zu ziehen? Deutschland, Daniela gibt zu, die Idee schwirrt schon länger in ihren Köpfen herum, aber das passende Nest war noch nicht gefunden. Warum? Claro. Deutschland ist ihre Heimat, kein Zweifel. Aber Malle hat es ihnen auch richtig angetan. Vor allem, weil die kleine Prinzessin Sophia hier ihr Reich hat, Schule, Freunde, einfach alles, was das Kinderherz begehrt. Doch die Augen bleiben offen, wer weiß, was die Zukunft bringt. Bleibt dran für die geballte Ladung Katzenberger Cordalis Glamour, News und Familienglück. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, um keinen Cat-Content zu verpassen. Lasst uns wissen, was ihr von den Neuigkeiten haltet, haut in die Kommentare, Leute.